Die Mannschaften schwören sich noch einmal ein auf diese Partie. So, Koffi jetzt. Auf Kager. Zwar zurückgespielt. Und dann langer Ball nach vorne. Der kommt sogar an. Oh, das war eine schöne Aktion. Kevin Konrad bringt den Ball nach vorne. Fellhauer flankt in die Mitte und Nico Kager mit seiner zweiten Chance scheitert leider erneut. Gut gehalten, muss man auch sagen, von Torwart Joao Borgert. Damian Häuser und der Ball ist drin. Etwas aus dem Nichts, aber muss sagen, ein Sonntagsschuss hier am Dienstagabend. Schönes Tor. Mit links in den Winkel. Das zweite Saisontor für Damian Häuser. Und nun liegt Elversberg nach 20 gespielten Minuten zurück mit 0:1. Sie spielen nach vorne, aber statt Allendorf, habe ich auch erwähnt, die wollen Nadelstiche setzen. Und das ist gelungen und da ist der Ausgleich. Nico Kager. Und ich habe meine Wette gewonnen. Nico Kager mit einem satten Schuss. Das ist die Antwort, die wir hier uns erhofft haben und bekommen haben. Schöner, satter Schuss. Unten links ins Eck. 37. Minute. Kager nimmt Anlauf. Zieht direkt. Kein schlechter Versuch, aber Borgert klärt zum nächsten Eckball. Ja, dann noch etwas zu genau auf den Torwart. Vielleicht. Ja, dafür spielt man ja Fußball, um Fußball zu spielen. Okay, das waren meine 5 Euro. Oh, Martin. Aber. Oh, Isra Suero Fernandes nochmal mit der Chance in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Ball landet knapp neben dem linken Pfosten. Das war sie, die Chance für die SVE. Knapp vor der Halbzeit. Aber es wird wahrscheinlich mit einem Unentschieden. Auf dem Bierdeckel mit den Bieren gemacht hat, macht er heute hier auf der offiziellen Mannschaftsaufstellung. Ist jetzt bei 8 angekommen. Da etwas unter dem Ball durchgerauscht, Robin Fellhauer. Wäre schön gewesen, wenn er heute auch wieder trifft. Aber war etwas zu hoch, diese Reingabe von Suero. Ja, wurde dann nochmal verlängert. Suero. Aber Ball kommt nicht an. Schön. Felle und zwei heiße Szenen. Felle wird gelegt. Findet aber noch den Torabschluss. Borgert kann klären und im Nachschuss versucht es dann Kevin Coffey nochmal, aber die SVE reklamiert da schon bereits im Vorfeld an der Szene an Felle einen, ja, Elfmeter. Ja. Jetzt eigentlich eine klare Überzahl. Luca Dürholz legt ab auf Felle, erinnert an das Spiel gegen, gegen Frankfurt, wollte ich schon sagen. Ja, so sah es aus. Luca Dürholz legt ab auf Fellhauer, der legt nochmal ab in die Mitte auf Dürholz zurück. Ja, und dann klärt dort jetzt die SVE im Kurzpassspiel. Das sah schön aus. Pfeil auf Suero. Der wieder mit der Flanke auf Dürholz. Und der Ball ist drin. Luca Dürholz etwas glücklich, aber egal. Hauptsache drin. 59. Spielminute. Da ist der Treffer, den wir wollten. Da ist das 2:1 für die SVE. Schön gemacht von Luca Dürholz, da den Ball über den Torwart gehoben. Der Ball natürlich abgefälscht, das sehen wir jetzt auch nochmal in der Wiederholung. Ja. Wird abgelenkt ins Tor. 60. Spielminute, Tor! Das Ergebnis kommt uns ja auch aus dem Spiel vom Samstag gegen Frankfurt bekannt vor. Aber jetzt die SVE mit Suero. Schöner Schuss.
im Strafraum. Leider links vorbei. Kopfball von Kaga vorausgegangen. Satter Schuss. Viel hat nicht gefehlt. Und jetzt erneut Platz für Elversberg. Aber ja, Fellhauer kriegt den noch. Legt ab auf Pfeil. Legt nochmal ab. Coffee macht's. Jawohl. Unsere Nummer 30, Kevin Coffee. Er hat auf diesen Treffer hingearbeitet und dann ist es soweit. 63. Minute. Erneut hat die SVE Platz vorne. Kombiniert sich durch. Pfeil legt ab. Und Kevin Coffee macht das 3:1. Was wir uns auch gerne nochmal genüsslich anschauen. Das war meiner Meinung nach sehr gut gespielt hier von Robin Fellhauer auf Manuel Pfeil. Und er hat ja das Auge für Kevin Coffee. Kriegt den Ball dann auch rübergelegt unter Bedrängnis von Schau. Gut gekämpft da von. Ja, und jetzt gibt es den Elfmeter. Sinan Tekerci. Und dann Schnellbacher Haken nach und nach dem Nachhaken an Luca Schnellbacher entscheidet Schiedsrichter Felix Brigan hier auf den mittlerweile, muss man sagen, glaube ich, verdienten Elfmeter, jawohl. Der Pfiff ertönt jetzt, Luca Dürholz ohne Probleme ins rechte Eck. Der nächste Treffer für die SVE, es steht 4:1 in Elversberg. Ein schöner Schuss, schöner Elfmeter, gut gemacht von Luca. Schöner Ball jetzt von Politakis, der sieht da rechts. Schnellbacher, der sieht wiederum Fellhauer und Eros Dazai mit der großen Chance auf das 5:1. Aber man muss auch mal anerkennen, Joao Borgert hier mit einer starken Leistung. Ja, mit 4:1 gewinnt die SVE ihr Heimspiel, ihr Nachholspiel im Flutlichtspiel gegen die Eintracht aus.